Also ich muss direkt sagen, in dieser Folge gab es so viele Brandherde, ich weiß gar nicht, was für einen Titel das Video kriegen soll. Aber naja, wir sind ganz gespannt auf die 6. Folge von Das Sommerhaus der Stars. Ja, in der letzten Folge durften wir ja schon feststellen, dass die große, unzerstörbare Allianz langsam vollkommen zerbröckelt ist und dass Raoul und Vanessa 4 Stimmen beim Stimmungsbarometer gegen sich hatten, wo die beiden so waren. Wie ist das denn jetzt passiert? Ja, und ungefähr da steigen wir wieder ein, weil die beiden sind am nächsten Morgen auch noch ein bisschen verwirrt. Ja, wir müssen das jetzt irgendwie mal ein bisschen hier aufdröseln. Wer sich die ganze Folge natürlich reinziehen will, kann es gerne machen auf RTL Plus. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Nach den 4 Stimmen? Die 4 Stimmen? Ich finde es alles nicht so schlimm, weil es ist nur ein Stimmungsbarometer. Ich sag dir ganz ehrlich, dass wir 0 Stimmen haben, das ist ein Fake. Ja, klar. Das ist definitiv ein Fake und das kann Raoul auch ganz sagen. Ja, klar, das hat meine Allianz hier natürlich so gemacht. Ihr werdet noch viele Stimmen bekommen. Dass irgendwie auch schon einige gegen ihn sind, das hat er, glaube ich, noch nicht ganz so wahrgenommen. Wir kennen uns jetzt aber schon, die hassen uns alle. Aber die hassen uns halt alle. Hier wird deutlich, dass man eher sogar die Starken schnell weg und loswerden will. Ja gut, wir haben ja gestern verloren, ne? Ja, allerdings soll das, glaube ich, auch generell die Taktik sein. Also warum sollte man sich mit starken Leuten ins Finale stellen, um vielleicht zu verlieren, wenn man es doch auch mit Schwächern machen könnte? Die nächste Ankündigung für das nächste Spiel steht allerdings auch schon im Haus. Und da müssen sich alle nochmal schnell fertig machen. Himmel, die Berge, warte, ich muss da hin. Jetzt habe ich meine Schlappen nicht. Und ich weiß gerade nicht, was mich mehr verwirrt. Dass Raffi seine Haare im Sommerhaus nochmal nachfärbt. Oder dass er überhaupt Mittel dafür da mitgenommen hat. Also, was darf ich definitiv beim Kofferpacken nicht vergessen? Das Haarfärbemittel. Hä? Vielleicht ein bisschen wichtiger als Essen. Liebe Stars, heute tretet ihr alle in direkten Duellen gegeneinander an. Bei den Siegern aus diesen 3 Duellen entscheidet die Zeit. Aha, und das könnte dann auch mal ein bisschen spannend werden, wenn man noch mal ein bisschen mehr angeheizt wird, dass man ein anderes Paar sieht, was natürlich das Spiel jetzt auch spielt, nur viel, viel schneller. Jill und Oliver gegen Vanessa und Raoul. Das war so klar. Okay. Wir haben natürlich jetzt hier einen starken Gegner bekommen mit Olli und Jill. Andererseits auch eigentlich fair. Also kein anderer aus dem Hause hätte gegen die eine Chance. Und ich frage mich gerade, ob die sich da gewollt sehr überschätzen, weil so gut haben sie in dem Spiel bisher ja auch nicht abgeschnitten. Und es gab auch viele andere Paare, die schon gut waren. Okay, Sam und Raffi jetzt zum Beispiel gar nicht, aber sonst waren viele Paare überraschend gut. Und man muss mal ganz kurz dazu sagen, es wurde ja gerade vorgelesen, es gibt jetzt 3 verschiedene Duelle mit jeweils 2 Teams. Und von den Gewinnerteams wird geguckt, wer am schnellsten war und die sind einfach gesaved. Das bedeutet, es ist scheißegal, wer gegen wen eigentlich an sich antritt, weil eh die schnellste Zeit zählt. Oh. Ihr müsst euch Würfel übergeben und in Zielbereiche bringen. Dabei dürft ihr nur euer umgeschnalltes Holzbrett benutzen. Oh, das klingt nach sehr, sehr, sehr viel Oberschenkelarbeit. Ah. So. Ja. Noch nie, das ist so hoch. Versuch eine Waagrecht, so wäre es ideal. Die geht auf alle 4, ich mach das nicht. Sie kann das gut. Oh Gott, und ich sehe jetzt schon, dass das Spiel wahrscheinlich richtig, richtig cursed wird. Weil der Mann hat das so um die Hüfte geschnallt oder ein bisschen um den Bauch rum und die Frau am Hintern und... Oh. Andersrum wäre eigentlich noch mal lustiger gewesen, aber naja, gut. Das ist ja schon fast 6. Bisschen höher, kannst du so ein bisschen. Bin ganz ruhig, leg dir. Ach, Scheiße. Das war zu viel, ich habe was probiert. Und das sieht auch einfach komplett falsch aus. Und ich glaube, auch jeder Satz, der jetzt gesagt wird, kann man so falsch verstehen. Wir sind allerdings alle erwachsen hier. Ja? Ja. Komm, mein Schatz, jetzt reiß dich mal zusammen. Komm jetzt weiter hoch. Ey, ist das dein Ernst? Renn! Renn doch! Das ist Zack! Renn, renn, renn! Was machst du so lahmarschig? Okay, und Emma heizt dann ihren Lieblingsunmut auch mal wieder richtig an. Und ich finde es toll, man sieht, wie er schon richtig kämpft, weil es anscheinend für ihn wehtut, weil er da nicht die Muskelkraft hat. Und Emma so, mach jetzt doch mal hin, streng dich doch mal an, während er komplett rot anläuft. Ich hatte das Gefühl, Emma könnte wieder ausrasten. Bleib ruhig, bitte. Fuckst mich jetzt schon so ab, Junge. Echt? Oh Gott, Emma, wirklich. Was ist das eigentlich für eine Beziehung bei den beiden? Okay, warte. Langsam, langsam. Schatz, deine Taktik ist scheiße. Warte. Ey, das ist nicht deine... Schatz, was geht? Renn zurück! Ran, Mann! Warte. Oh mein Gott, und ich bin echt immer wieder überrascht, wie ruhig Unmut bleiben kann. Also Emma schreit ihn immer komplett an, macht ihn komplett fertig und er so, ja, Schatz, es tut mir leid. Hä? Lusche! Auf einmal machte Emma Umut komplett zur Schnecke. Ja. Bitte, Manu, was bist du so lahmarschig? Ich geb nicht auf jetzt! Und ich finde eigentlich wirklich gut, dass jetzt auch mal andere Paare sehen, was da bei denen abgeht. Weil die spielen ja immer alleine normalerweise und können sich da komplett anschreien, kommen dann zurück und sagen, war so lala. Aber jetzt kriegt mal jemand mit, wie die so drauf sind im Sommerhaus. Gerechtigkeit, das Karma, genau. Wird immer das Gute so machen. Ne? Und es lasst dir Zeit. Ich musste mir die Ohren zuhalten, weil es mich natürlich noch mehr zum Kochen gebracht hat. Und ich höre, wie Stefan einfach
ruhig redet. Und warum fängt sie fast an zu weinen? Ich meine, die einzige Person, die in der Beziehung von den beiden halt nicht ruhig reden kann, ist ja Emma. Der Stefan redet in dieser Beziehung so ruhig. Warum kann ich das nicht? Oder was? Nein, sie heult wahrscheinlich, weil Umut nicht der Ruhepol für sie ist. Unüberraschenderweise haben allerdings Stefan und Theresia gewonnen und naja, das frustriert natürlich nochmal anders. Geil, war das? Das ist so peinlich, Mann! Opfer, ich hab dir gesagt, geh so, du machst so! Alter. Und ich finde gut, dass Umut auch die ganze Zeit ruhig bleibt, aber trotzdem so, wie redest du mit mir? Vor allem, das stimmt ja auch, wie redet sie mit ihm? Wie ist sie drauf? Die rastet ja immer hier komplett aus. Also die hat ja gar keine Selbstbeherrschung. Nee, ich hab dir einen Tipp gegeben. So wie du mir ich habe gesagt, geh in die Kniebeuge. Konnte ich nicht auch in die Kniebeuge zugehen, habe ich gemacht. Dann haben meine Oberschenkel, die waren so schwer. Dass ja, und ich glaube, der hat das auch mehrmals deutlich gemacht, dass diese Challenge einfach überhaupt nichts für ihn war. Er hatte nicht die passende Muskelkraft dafür. Und ich finde es jetzt wieder so richtig manipulierend, dass sie jetzt losheult. Also sie rastet die ganze Zeit in einer Tour bei ihm aus und er bleibt komplett ruhig. Und am Ende heult sie nochmal los, damit er sich nochmal schlecht fühlt, oder was? Wir sind kein Team. Ist das gerade dein Ernst? Tatsächlich sagt sie, glaube ich, auch zum ersten Mal wahre Worte hier, weil ein Team sind sie wirklich nicht. Aber das liegt tatsächlich wirklich an ihr. Uns hat ein 60-Jähriger abgezogen, gib dir das mal. Aber nur weil er 60 sagt, nichts damit zu tun, dass er schlecht ist. Was laberst du gerade? Was laberst du gerade? Rede vernünftig mit mir. Was laberst du gerade? Er ist alt, also ist er schlecht. Oh Gott, Emma, was bringt sie da rüber? Was für Werte möchte sie da vermitteln? Und auch dieses wirklich, sie schluckt so viel Aggression noch dabei runter, während sie so viel auch noch raushaut. Also diese Kombination ist auch gar nicht gesund. Eine Entschuldigung wäre angebracht gewesen. Eine Entschuldigung, weil meine Oberschenkel nicht mehr konnten. Deswegen soll ich mich entschuldigen, weil meine Oberschenkel nicht mehr konnten. Entschuldigung, dass ich schwächling bin. Das wäre angebracht. Ja. Oh mein Gott, und die teilt in einer Tour aus und dann soll er sich noch entschuldigen? Ich glaube, es hakt. Bitte? Oh, ich glaube es nicht. Ich glaube es gerade nicht. Die nächsten Paare müssen natürlich dann allerdings die gleiche Challenge auch bestehen. Nur, naja, die gehen alle mit unterschiedlichen Taktiken ran. Kann ich so gehen? Genau so, ohne Hände. Du musst mehr runter, ey. Wie? Du musst runter, tiefer. Ja, okay, schnell, schnell. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob Alessia da die richtige Taktik fährt. Weil ich habe das Gefühl, sobald sie nur 2 Zentimeter nach oben guckt, wird das ja immer wieder umfallen, weil das ist doch gar nicht dafür ausgerichtet. Bück dich, geh runter. Geh doch mal runter. Bist du blöd? Ey, hallo. Oh Gott, und da hat Alessia mal ganz kurz auch die Aufmerksamkeitsspanne verlassen. Das wird aber nicht witzig. Achso, wir spielen ja noch. Ich finde aber witzig, dass hier auch Jan Alessia anschreit. Allerdings finde ich irgendwie, wirkt es ganz anders wie bei Emma. Also er ist einfach ein bisschen so, hey, mach doch mal schneller. Aber irgendwie, ich spüre da keine Aggression bei mir bei Emma. Ganz seltsam. Pack mal, die ist auch gut. Weiter, 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 weiter drehen. Und jetzt? Und jetzt kannst du runter. Scheiße. Ja, wirklich. Scheiße, das klappt. Hä? Guck dir deinen Arsch an. Guck auf deinen Arsch. Guck auf deinen Arsch. Ja! Und ich kann es nicht fassen. Die hat das dann wirklich durchgezogen. Die ist da durchgelaufen, was natürlich dann 10-mal schneller ist, als da rumkrabbeln. Und die hat es dann einfach gerockt. Ich bin beeindruckt. Da muss ich sogar mal klatschen. War gut dabei, aber dann hat er auch nicht mehr mitgemacht. Sätze, die man sonst normalerweise nur beim Gay Gangbang hört. Naja. Natürlich will man da mal aufsatteln. Super, langsam hoch. Langsam. Gibt's nicht. Mist. Wisst ihr, was ich richtig liebe? Die zwei stärksten Teams haben es gar nicht gebacken bekommen. So absolut gar nicht. Wahrscheinlich haben beide Teams, die sind so sportlich stark. Es gibt nur immer Leg Day, Leute. Und der ist sehr wichtig. Ah, ja, aber egal. Komm, Becken, Becken nach hinten. Schatz, atmen, atmen, atmen. Das finde ich auch krass. Also der komplette Schrank, der, ich bin Muskelpaket, ich bin trainiert, alles. Und hat auch nicht genug Kraft unten in den Beinen. Hätte ich das nicht mitgerechnet. Ich glaube zwar nicht, dass Robben die Taktik ist, aber... Aber sie sind verzweifelt genug, dass sie das probieren. Und wirklich, die haben jetzt weiter gekämpft und gekämpft. Und beide Teams waren einfach schlecht. Kannst du bitte mich einfach nur lotsen? Ja, geradeaus. Gut, die Zusammenarbeit ist da dann allerdings auch entsprechend, ne? Ich glaube, das wird generell nichts. Und man muss witzigerweise dann auch sagen,
Die Zeit war irgendwann vorbei. Also in den Spielen davor hat es einfach ein Team geschafft und dann war das Spiel beendet. Aber die beiden stärksten Teams haben so lange gebraucht, dass die irgendwann gesagt haben im Sommerhaus so, Leute, wir wollen hier nicht übernachten. Das ist jetzt vorbei hier. Wir haben verkackt. Ja. Wir waren die Schlechtesten. Wer hat denn jetzt gewonnen? Wir haben gewonnen. Wow. Naja. Aber das warum heißt, wow. Jetzt? Ja, hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Ich dachte, Hulk gewinnt. Echt? Ja, die meisten dachten das doch. Aber sie haben gewonnen. Raoul und Vanessa, weil sie hatten am Ende ein Würfel im Körbchen. Wow. Oh, krass. Trotzdem gab es natürlich jetzt ein Pärchen, was deutlich besser war als alle anderen. Wobei sie eigentlich auch nur besser sein mussten als Steffen und Theresia, die es ja auch geschafft hatten. Und das waren die. Alessia und Gianni. Ihr seid somit von der nächsten Nominierung geschützt. Und ich hab's gerade nicht richtig im Kopf, aber haben die nicht auch schon mal ein anderes Spiel gewonnen? Also so kacke sind sie, glaube ich, auch nicht, oder? Falls jetzt heute nominiert wäre, was wäre die Tendenz? So, oh. Ihr macht Uhr, haben wir gehört, ne? Vielleicht ist noch am Hin und Her übrig. Gut, das müsst ihr also überlegen. Oh, aha, und da trifft sich die Allianz dann doch noch mal kurz und so, ah, oh, Oliver, den nehmen wir. Oder Umut. Macht das dann nur mit Anfangsbuchstaben. Haben sich dann schnell abgesprochen und dann wissen alle wieder Bescheid. Ja, das ist ja super. Auf jemand anderen gehen. Oh, hä? Und zwar, dass von den Stimmen her mehr Stimmen auf euch kommen. Um uns zu retten, sozusagen, weißt du? Je mehr Stimmen ihr habt, okay, desto sicherer wäre Jill und ich. Ja. Ne? Und warum erzählt Oliver das jetzt Raoul, dass der Plan von Umut und ihm ist, Raoul zu wählen? Also, was hat er davon? Ja. Ich habe ja das gesehen, wie der Raoul alles schön aufzeigt. Oh, die anderen haben das bemerkt und denken sich jetzt, der Raoul möchte da jetzt auch irgendwie in die Allianz spinnen und verrät uns alle, oder was? Das könnte sich auch irgendwie gegen ihn entwickeln. Vor allem das Stimmungsbarometer sollte zuerst nur ein Spaß und eine Taktik sein. Und jetzt hat sich aber gezeigt, dass alle so ein bisschen jetzt mehr Fokus auch auf Raoul haben, ne? Upsi. Nee, das wollte ich aber jetzt auch schon sagen. Langsam bröckelt das. Raoul hat Angst um seinen Arsch. Und er ist da in einem großen Haifischbecken und die werden, glaube ich, alle zubeißen, weil sich denken, eine Konkurrenz ist der ja eigentlich auch, ne? Raus mit dem. Okay, war schön mit dir, Thor. Ja, aber es wäre dumm für jeden Einzelnen, jetzt innerhalb der Allianz zu wählen, die Nominierung oder zu überstehen. Oder wir müssen eine neue gründen. Ja, oder... Ja, ich komm so da mutig, du Feigling. Wäre doch cool, wenn wir jetzt eine neue Allianz gründen und wir beide am Ende dann irgendwie spielen. Also Olli versucht natürlich jetzt auch irgendwie seinen Arsch zu retten mit einer anderen Allianz, damit man hier doch durchkommt. Bitte, bitte wählt uns nicht, weil er weiß schon, dass er sehr oben auf der Abschlussliste steht. Und Raoul spielt das natürlich mit seiner Arroganz ein bisschen, ne? Witzigerweise vermittelt Raoul dann allerdings trotzdem noch so, nee, das Thema ist durch, die Allianz ist zu stark, wir ziehen das durch und ihr könnt nichts machen. Und geht dann erstmal weg. Und andere Leute sind sich langsam im Klaren, dass die Allianz gar nicht mehr so stark ist. Wir können uns gegenseitig zu 100% vertrauen. Natürlich kann man vertrauen. Was denkst du denn jetzt wieder? Hast du jetzt auch schon Paranoia? Nein, ich nicht. Naja, offensichtlich ein bisschen schon. Aber die bilden jetzt anscheinend nochmal eine andere Allianz. Ich hätte nicht gedacht, dass es hier Leute gibt, die hinterrücks reden. Machen wir auch keine Allianz, zumindest mit Raoul. Keine Allianz. Also wir sind unsere geheime Allianz. Wir sind unsere geheime Allianz. Anders geht's nicht mehr. Das wird aber auch niemand durchschauen, ne? Was? Die beiden, die schon vor dem Sommerhaus gut befreundet waren, sind jetzt eine geheime Allianz gewesen? Schocker! Schatz, ich hab doch vor Angst. Ich vertraue dir auch, bitte enttäusch mich nicht. Nein, Schatz. Weil Theresia weiß auch, der Sam ist so jemand, der dir das Messer in den Rücken rammt. Das Buttermesser, was er sonst zum Nektarinenschälen benutzt. Und da finde ich es auch so irgendwie ein komisches Zeichen für diese Freundschaft, wenn sie voll gut befreundet sind und trotzdem Angst hat, dass Sam sie so behandelt, wie er andere Menschen behandelt. Ich könnte es mir im Leben nicht verzeihen, einen Sam zu vertrauen, gleichzeitig auch einem Raffi, die uns beide dann quasi über den Tisch ziehen und uns als Opfer freigeben. Und ich finde es sehr interessant, wie Theresia über Sam auch spricht. Also irgendwie wirkt diese Freundschaft auch nicht so ganz gesund, ne? Ganz bestimmt nicht! Umut und Emma haben sich dann allerdings auch wieder zurück in ihr Schlafzimmer gezogen. Es ist sehr praktisch, dass sie einen eigenen Raum für sich haben und versuchen dann auch wieder ein bisschen runterzukommen, wahrscheinlich ihre Beziehung irgendwie zu retten. Du musst im Bewusstsein, mein Schatz, was wir miteinander haben. Das ist einzigartig und was Schönes ist. Weißt du? Ich habe jetzt noch nicht so viel erlebt, dass das irgendwie schön sein soll, was die haben. Aber ich finde es schön, wie Sam mal wieder spioniert und überall seine Augen und Ohren hat. Leider hat er nichts mitbekommen. Richtig traurig. Und ich finde es auch ein bisschen seltsam, dass Umut, nachdem Emma jedes Mal komplett ausrastet, sie dann auch wieder aufpäppeln muss. Also irgendwas ist da irgendwie super weird. Was ist das denn für eine Scheiße? Was machen die denn hier? Ich sag dir ehrlich, ich sehe einfach, dass es ein paar gibt, was leidet. Ein paar gibt, was überfordert ist, an der Grenze ist. Und das ist was ist los?
Und ich finde, witzigerweise stimmt das auch. Also es gibt viele Paare, die da irgendwie so ein bisschen verklatscht sind, aber irgendwie selten als Paar, sondern irgendwie die ganzen Einzelpersonen. Aber bei Emma und Umut ist wirklich die Beziehung seltsam. Ja, garantiert. Und da habe ich schon ein bisschen Angst, dass sie psychopathisch ist, dass sie irgendwo ausgebrochen ist. Und da müsste man eigentlich mal hingehen und sagen, dass er entmannt wird. Also ich finde eigentlich, das ist unsere Aufgabe auch, ihm da mal auf aufmerksam zu machen. Und ich finde gerade so ein Sam und so eine Gloria, die sind jetzt wirklich die Fürsprecher für eine gesunde, gute Beziehung. Die sollten jetzt die Retter werden. Ich glaube nicht, dass sie die idealen Gesprächspartner dafür wären. Nee. Auf keinen Fall. Nee. So, Leute, Tacheles. Umut wird unterdrückt von seiner psychopathischen Freundin. Und die müssen jetzt da intervenieren. Die hängen das Banner gleich auf. Intervention. Und dann geht's richtig los. What's going on? Glaubst du, wenn ich hier gesaved werde, da werde ich schon, das würde wie immer jedem schon was erzählen. Aber ich bin halt nicht gesaved. Ich bringe Rollen in den Stein. Du sagst dann, die Beleidigung war schon krass, das geht gar nicht. Die Gloria bringt das Rollen in den Stein. Oh Gott, alles klar, Gloria, mach das mal. Und das Witzige ist dann so, okay, Gloria, du machst den Anfang. Theresia war so, ey, ich möchte nicht da richtig reinrutschen. Zwar habe ich jetzt das ganze Spiel beobachtet, aber ich will nicht den Fokus von diesem Gespräch sein. Und Sam so, komm, Gloria, wenn du den Anfang machst, dann kann ich damit einsteigen. Aber dann bist trotzdem du die Beginnerin des Gesprächs. Genialer Plan. Du musst aber ein bisschen hier. Ja. In deiner Sprache fliegt die richtige Gloria raus, nicht die langweilige. Die richtige Gloria ist allerdings die aggressive Gloria. Ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie bei einem Beziehungsrettungsgespräch die ideale Gloria wäre. Ich meine, welche Gloria wäre da schon ideal? Aber mal was anderes. Glaubt ihr eigentlich, dass das Sommerhaus euch gut tut, so als Paar? Wow, und diese Frage ist ja ein richtig, richtig guter Einstieg in dieses Gespräch. Komplett wertfrei, komplett offen, komplett sanft, so langsam rangetastet. Da ist ja alles perfekt gewesen jetzt. Träum weiter. Eskaliert ja irgendwie in den Spielen schon krass auch. Klar, natürlich, ihr vertragt euch jetzt danach, aber das ist ja so dieses Rollercoaster und dieses Auf und Ab mit Beziehungen. Und damit kennt sich ja die Gloria richtig, richtig gut aus. Sie ist jetzt das Paradebeispiel für, Leute, macht es nicht, das ist nicht gesund. Immerhin kann sie damit Expertise auffahren, dass das nicht gut ist. Allerdings weiß ich nicht, ob dieses Gespräch so toll ist mit dem Pärchen, das da sitzt und jetzt da vier anderen Leuten. Das ist halt eine Beziehung, die lebt. Wo man auch mal seine Höhen und Tiefen hat, aber man geht es gemeinsam durch. Ich würde irgendwie das nicht als Beziehung, die lebt, bezeichnen. Also sie ist auch nicht tot, aber es ist halt nicht schön. Es ist nicht schön und das habe ich auch oft gesagt. Wenn du dir wirklich ernsthaft Sorgen machst, dann kannst du das Gespräch mit mir abseits suchen oder mit uns. Aber nicht vor der Gruppe. Ich sag ja auch nicht, wo ist jetzt gerade dein Mann, der juckt sich auch nicht dafür, was du machst. Der sitzt nur hier draußen mit dir am Saufen und du bist sonst wo. Und ich finde, hat Emma allerdings auch ein paar Punkte. Also klar, es stimmt total, dass da irgendwas im Argen ist, aber man hätte das Gespräch einfach besser führen können. Man hätte den Einstieg besser machen können. Vertraut in zwei Augen, weil das ist jetzt irgendwie bloßstellend und nicht, wir wollen euch helfen. So gar nicht. Nicht nur, ich habe einfach gemerkt, ich dachte die ganze Zeit, dass du derjenige bist, der so laut wird und so. Weil er einen Vollbart trägt oder warum denkt ihr das? Nein. Nein, das hat auch keiner gesagt und auch niemand impliziert und überhaupt niemand gedacht. Und ich verstehe nicht ganz, warum das Emmas erster Gedanke immer ist. Also die hat auch immer so ganz weirde Gedanken. Du denkst ja genauso beschissen wie er. Mir ich auch hab nicht sagt, in dem Moment geweint. Im Moment haben wir nicht geweint. Du hast doch geweint. Nein. Aber du hast doch geweint da vorne an der Ecke. Und ich liebe es, wie ihr es einfach komplett abstreiten und sie vorhin da richtig losgeheult hat. Naja. Du bist seit 4 Monaten mit deinem Micha zusammen und willst gerade von seit 1,5 Jahren. Okay. Wir sind jetzt nur seit 4 Monaten offiziell zusammen. Ja, weil er davor nicht mal wusste, ob er dich haben will oder nicht. Ist es gerade dein Ernst, Mädchen? Ja, das ist gerade mein Ernst. Und ich liebe es, wie Emma zurückschlägt, weil sie findet, das war alles ein Angriff. Und jetzt so, das ist mein Ernst, Gloria, ne? Mach hier mal nicht den Mund so weit auf. Und ich liebe es auch, wie Gloria zurückschlägt. Ist das dein Ernst, Mädchen? Also für die ist das wirklich eine krasse Beleidigung. Und sie haut das auch immer bei anderen wieder raus, ne? Ihr habt keine Respektgrenze in den Spielen, weil man muss einfach auch mal erkennen, dass man seinen Partner in Spielen nicht beleidigt und ihr seid zusammen. Hast du nicht auch fick dich gesagt zu Micha? Hast du nicht auch fick dich gesagt? Wow, nur ein fick dich nicht mal ins Gesicht. Das war nur ein fick dich nicht mal ins Gesicht, also war das gar nichts. Vor allem stell ich mal ganz kurz vor, wenn ihr irgendeine komische Beziehung hättet, aber denkt, es ist bei euch alles toll und dann kommt eine Gloria und will euch irgendwas von Aggressionsregulation erzählen. Da wäre ich aber auch so ein bisschen, danke, ja genau, okay. Expertin. Sie sagt, dass du kein Interesse an mir hast, du dich lieber mit Chan zusäufst und wir keine Leidenschaft in der Beziehung haben. Du wolltest uns gerade vorführen hier von Nein, der ganzen Gruppe. Ich bin die Einzige, die es euch ins Gesicht sagt. Das wirkt
trotzdem vorführt. Und es macht es irgendwie alles nicht besser. Vor allem, das wird jetzt voll der Angriff. Und Micha war aber irgendwie so, boah, darauf habe ich ja gar keinen Bock, ciao. Und hat dann Gloria wieder allein gelassen. Was aber dann auch witzig war, das Gespräch ist dann natürlich komplett unhilfreich gewesen. Es war vorbei und Theresia war so, Sam, wolltest du da nicht richtig einsteigen und auch mitmischen? Was soll ich denn sagen? Hallo. Ja, Sam, du hättest ja zum Beispiel irgendwas sagen können, weil das auch dein Plan war überhaupt, dass das Gespräch stattfindet. Er hat sich von Kahn gespannt, er hat nichts gesagt. Ja. Er hat nichts gesagt. Und das hat Theresia, wie man sieht, richtig doll verletzt. Weil ich verstehe es auch ein bisschen. Also sie war so, hey, ich habe euch das jetzt mitgeteilt mit Emma und Umut, so war es im Spiel. Aber ich will jetzt irgendwie nicht, dass das so deutlich ist, dass es von mir kam. Aber ihr könnt es gerne ansprechen. Und Sam so, ja, das machen wir. Gloria fängt an zu quatschen und er so, lalala, mein Gott, was ihr immer für Probleme habt. Toll. War einfach eine mega scheiß Aktion. Deswegen liebe ich dich auch. Das ist das Größte, was du haben kannst, Theresia. Ich muss allerdings jetzt auch feststellen, das ist jetzt auch sehr ein stark emotionaler Ausbruch, oder? Also ja, Sam hat nichts gesagt und man kann sich da vielleicht ein bisschen im Stich gelassen fühlen, aber okay. Okay. Ich möchte das jetzt nicht. Nein, jetzt nicht, nicht alle, nein. Ich möchte das jetzt nicht mit allen. Okay, und natürlich haben die anderen so gefragt, ey, was ist los, Theresia? Und sie wollte anfangen zu reden, aber es wurden dann immer mehr, weil natürlich alle sich fragen, warum hat die hier komplett losgeheult? Ja, und das hat sie dann auch wieder komplett überfordert. Also das ist vielleicht so eine Situation, wenn du eh emotional bist, verstehe ich es voll. Aber ich bin immer noch nicht ganz dahinter gestiegen, wie sie so schnell so da reinrutschen konnte. Verstehst du? Nein. Jetzt drehen sie alle durch. Ein bisschen muss ich ihnen, glaube ich, zustimmen. Aber es macht irgendwie das Sommerhaus. Ist das einfach die Location? Haben die da irgendwas ins Wasser getan, dass man irgendwann komplett Michauge wird? Aber warum? Weil Sam sollte Gloria unterstützen, wo sie euch angegriffen hat. Und der hat sich auf einmal plötzlich einfach rausgehalten. Ich liebe es, dass Janice nicht nur an seine neue Allianz weiterträgt, sondern es auch als Angriff benennt. Sprache macht wirklich Realität, Leute. Es war ja nicht als Angriff per se, glaube ich, geplant. Es wirkte dann wie einer und jetzt ist es offiziell einer. Kannst du bitte ins Bett kommen? Nein, ich kann Bock nehmen, eine Person zu pennen, die ich nicht kenne. Ist es dein fucking Ernst? Ja, offensichtlich ist es das wieder. Die hatten da auch wieder jetzt ihr Drama mit diesem Gespräch und Micha kämpft nicht genug für sie, er kennt Gloria doch kaum, ihr wahres Ich. Und jetzt zickt er einfach wieder unnötig rum. Warum auch immer. Ja, verstehe ich nicht, habe ich kein Verständnis für. Jetzt fängt Gloria an zu diskutieren und darauf hat einfach Micha keinen Bock. Ich finde es wirklich verrückt, dass deren Plan aufgeht. Also deren Plan ist einfach nichts zu tun und zu warten, bis sie sich alle zerfetzen und es klappt. Und ich habe manchmal das Gefühl, du musst in dieses Sommerhaus einfach nur gehen und einfach nicht scheiße sein und du rockst es. Und dementsprechend schwierig. Da frage ich mich, wie soll ich denn sein, dass es für alle perfekt ist? Weil die einen sagen, sie wollen die alte Gloria, die anderen sagen, sie wollen die neue Gloria, aber ich weiß gar nicht, wann ich sein soll. Vielleicht eine Gloria, mit der du zufrieden bist, Gloria. Die, mit der du dich wohlfühlst. Die, mit der du seinen Seelenfrieden findest. Mit der du mit anderen Menschen connecten kannst in einer gesunden Beziehung. Aber es allen jetzt recht machen zu wollen, ist es ja auch nicht. Also gerade deinem neuen Freund, der dich dann auch irgendwie die ganze Zeit klein hält und vor dem du irgendwie Angst hast, macht's ja auch nicht besser. Ich fand's gestern gar nicht cool, dass du mich so ein bisschen so vorschlägst ins Messer laufen lässt. Nee. Aber so hat sich's angefühlt. Das tut mir leid, aber du darfst auch nicht vergessen, du bist geschützt. Ja, und das war auch schon vor dem Gespräch klar. Und man kann auch ein normales Gespräch mit Leuten führen, auch wenn man nicht geschützt ist. Witzigerweise hat Sam aber dann auch schnell einen neuen Schuldigen gefunden. Und das musst du vielleicht Michael nochmal sagen, das ist einfach schade, dass er dich nicht zu dir hält. Da müsstest du mal wieder deinen Fokus drauf richten. Nicht auf Sam, der ist vor der Liebe, Gloria. Achte mal lieber auf deinen Partner. Oh, wow. Ja, wow, ey, ja, wow, ey. Direkt am nächsten Morgen steht allerdings auch ein neues Spiel an und das ist ein alter Klassiker. Ach du Scheiße. Wir müssen gleich irgendwas fahren. Ein Auto, glaube ich. Naja, ein Boot wird es wahrscheinlich nicht sein. Das schnellste Paar gewinnt und ist bei der heutigen Nominierung, also heute ist Nominierung, geschützt. Zusätzlich erhält dieses Paar eine besondere Macht. Oh mein Gott, Schatz, das wäre so krass, ne? Oh mein Gott, das wäre gar nicht krass. Vor allem die besondere Macht ist, glaube ich, im Regelfall, jemand den Nominierungsschutz zu nehmen. Was ich immer richtig, richtig kacke finde. Weil vor allem die Personen, die jetzt safe sind, die können sich den nicht mal verteidigen, sondern die spielen dieses Spiel nicht mehr mit und kriegen es dann einfach abgenommen.
Nee, ich mochte ich noch nie. Hinterfotzig, was soll das? Ganz rechts. Ganz rechts, okay, das Lenkrad. Entschuldige, links, nach links, ganz links. Okay, ganz ruhig, ganz ruhig. Komplett links ganz einschlagen. Genau. Umut ist wieder die ruhige Seele und ich kann mir irgendwie jetzt schon vorstellen, dass Emma in ungefähr 3 Minuten komplett ausrasten wird. Ah! Okay. Nein, links, nach links. Hier ist links. Nein, links einlenken. Ja, nein, hier ist links. Links einlenken, nach links drehen. Ja. Nach links drehen. Hier ist doch links, Mann. Du sollst nach links drehen, nicht nach rechts. Du drehst nach rechts. Hier ist links. Mann, bist du... Ja, er ist nicht so der Allerschlauste mal wieder. Und ich verstehe jetzt auch nicht, wie wenn Sam sieht, dass die eine unterschiedliche Auffassung von rechts und links haben, was ja auch schon mal interessant ist, dass ich einfach sage, hey, nee, die andere Richtung. Also man kann doch dann einfach sagen, okay, die andere Richtung. Das wäre doch perfekt gelöst. Nein, die müssen jetzt diskutieren, wo links ist. Wie auch immer man das ausdiskutieren soll. Schatz, ich habe keinen Führerschein. Wohin? Und dann kann Sam doch auch nicht wissen, wo rechts und links ist. Das lernt man nämlich nur und ausschließlich in der Fahrschule. Noch ein bisschen vor und rechts eindrehen. Bisschen vor und rechts eindrehen. Stopp! Und ich liebe dieses Spiel für solche Momente. Wirklich. Langsam fahr. Und auch für solche Momente. Kennt ihr diesen Clip aus bei SpongeBob? Noch ein Stück. Noch ein Stück. Es war genau so. Fahr doch! Fahren! Ja gut, stopp! Ich darf nicht selber emotional werden. Sie ist schon emotional genug. Und ich finde es jetzt interessant, wenn er wirklich die ganze Ruhe behalten kann. Wenn, also, ich habe irgendwie das Gefühl, Theresia könnte mich auch noch mal ein bisschen lauter werden. Nach links, eine halbe Umdrehung, nur nach links. Ja, stopp. Eine halbe Umdrehung, stopp! Wenn ich sage stopp, heißt das stopp! Kruzifix, Mann! Und ich habe das Gefühl, doch nicht Emma ist das Problem in dieser Challenge. Dann doch am Ende Theresia. Nach links! Ja. Nicht schreien, ich verhöre dich gut. Und ich finde es krass, wie ruhig er in diesem Fall bleiben kann. Also wirklich, dass er gar nicht irgendwas der Haut wird, gar nicht lauter wird, sondern einfach, ja, alles fein, wir machen das schon. Ich höre dich, du musst nicht so brüllen. Also, es gibt ja Paare, die sich dann immer weiter jetzt hochschaukeln würden. Nee, Stefan nicht. Gefällt mir gut. Hart langsam vorfahren. Hart langsam. Was ist denn hart langsam? Da, fahr einfach hart langsam vor. Was ist denn hart langsam? Soll das stehenbleiben bedeuten? Also wirklich die Anweisung, also das ist ja eine Anweisung. Hart bedeutet irgendwie für mich schnell und langsam, halt langsam. Fahr mal schnell langsam. Hä? Ich bin einfach nur verwirrt. Im Fernsehen sah das Auto immer kleiner aus. Alle Fernseher so klein. Ja, und enttäuschenderweise haben die beiden es nicht geschafft. Mehr noch nach links? Ja. Scheiße. Und es stellte sich dann tatsächlich raus, dass kein Paar es geschafft hat. Also alle sind irgendwo stecken geblieben und dann war die Zeit vorbei. Man muss allerdings dazu sagen, in dieser Challenge mussten sie zum ersten Mal auch vorher ausparken, was ja auch schon ewig gedauert hat. Und wenn die dann jetzt nicht zusätzliche Zeit bekommen haben, und der Parcours sah auch schwieriger aus als in den Jahren zuvor. Also irgendwie müssen die beide auch noch eine Achterbahn fahren und irgendwie ein Waisenhaus bauen nebenbei. Ansonsten haben sie die Challenge nicht geschafft. Also es sieht auch immer schwieriger aus. Zurück im Sommerhaus ist Sam aber immer noch verwirrt. Was ist jetzt eigentlich mit Theresia los? Und was geht es denn? Sei doch mal nicht so neugierig, sei doch nicht so egoistisch. Naja, aber wenn es um mich geht, dann kann ich ja fragen, um was es geht. Vor allem, was ist daran egoistisch zu fragen, um was es geht, wenn es ihn betrifft? Also habe ich das nicht verstanden. Ich bin einfach nur zutiefst enttäuscht von dir. Von was denn aber? Ist es nicht, dass die anderen das auch wissen? Nein, das möchte ich jetzt nicht. Theresia ist nämlich jetzt einfach hier, um das mal zu klären. Sie möchte es einfach ansprechen, sie muss hier nichts verheimlichen. Sie kann es jetzt durchziehen. Und das macht sie auch. Ich wollte die Situation auch ein bisschen entspannen. Nämlich, wenn ich auch noch was gesagt hätte. Aber du hast ja gar nichts gesagt. Und da hättest du aber mir aber mal den Rücken stärken können in dem Moment. Das erwarte ich von einer guten Freundschaft. Und tatsächlich finde ich, das wirkt schon hart gelogen, wenn Sam sagt, er wollte die Situation mal ein bisschen entspannen hier. In welcher Welt? Auf jeden Fall wollte er da nur seinen Arsch retten, dass die anderen sich mal ein bisschen hier blamieren und Streit suchen und den Fokus bekommen und er halt nicht. Das ist jetzt eine Freundschaft zwischen euch beiden oder tust du nur so viel? Bist du jetzt der Psychologe hier in der Mitte? Ja, oder zum Teil auch. Nee, ich habe ja auch der Psychologe. Du, gell, nicht anmaßend werden. Was ist denn daran anmaßend, wenn man einem Zahnarzt mitteilt, dass er kein Psychologe ist? Also dafür, dass der Typ immer meint, voll gut Bescheid zu wissen mit Wörtern und ihrer Bedeutung, haut der hier aber Wörter raus? Du kennst doch so Worte und alles. Tut uns einen Gefallen, geht dahin, klärt das privat unter euch und nicht in der Runde. Natürlich in der Runde, man muss doch mal diese komische Freundschaft demaskieren. War er nicht vor 20 Sekunden auch noch dafür, dass die es mal besser in Ruhe klären, nicht vor allen anderen? Seine Meinung hat sich aber auch schnell geändert. Wenn du Versprechen machst und nicht hältst, ja, dann bist du eine falsche Bitch.
ganz vorsichtig. Sonst geht es jetzt richtig los. Du benutzt die Theresia. Oh Gott. Du kannst doch nicht zu einem Gay sagen, du bist eine falsche Bitch. Das ist eine Hoheitsbeleidigung hier. Oh mein Gott. Und ich finde es sehr interessant, dass irgendwie Theresia die stark Verletzte ist und trotzdem er jetzt viel wütender in diesem Gespräch wirkt als sie. Spinn doch. Ist die viel schöne Fassade und eine dreckige Persönlichkeit. Okay, und da teilt er dann auch nochmal weiter aus. Also irgendwie, glaube ich, wollte auch Theresia das irgendwie klären. Und dann hat Stefan sich eingemischt und dann wurde gar nichts mehr geklärt. Ja, ich hätte eventuell schon was gesagt, wenn ich das Gefühl gehabt hätte, es wäre notwendig. Er hat sich schon drüber gesetzt, so nach dem Motto, ich bin schon mal der Chef und beurteile, ob ich überhaupt was sagen soll oder nicht. Naja, aber funktioniert sowas nicht so, dass man selber für sich beurteilt, ob man etwas sagt oder halt nicht? Also ich würde gern schon selber beurteilen dürfen, ob ich was sage oder nicht. Du kannst dir auch einfach mal eine Meinung anhören, auch wenn es dir nicht passt. Zum Glück haben sich Theresia und Sam dann nochmal zurückgezogen ins Badezimmer, wo dann niemand zuhört, um es dann irgendwie doch nochmal zu klären. Du, lüg alle anderen an. Hör mal zu. Ich will gar keinen. Hör doch mal zu, jetzt angenommen. Lüg alle anderen an. Aber bitte nicht mit mir. Und ich liebe den musikalischen Hintergrund bei sowas wirklich richtig, richtig doll. Aber ja, Theresia so, bitte mach das nicht mehr bei mir, ich vertraue dir doch. Und Sam so, ganz viel Vertrauen. Und dann vertrauen die sich wieder. Du demontierst dich gerade selbst. Ja, denk aber an deine Follower. Mach doch mal Eier in der Hose, Mensch. Oh Gott, nein. Tatsächlich muss ich sagen, wer sich hier am meisten gerade wieder demontiert, ist Stefan. Also auch wenn Sam, finde ich, auch eine falsche Schlange ist, ist das, was Stefan hier dauernd abzieht, was ist das? Witzigerweise wird dann allerdings später noch präsentiert, wer dann dieses Spiel gewonnen hat. Und das könnte nochmal für Verwirrung sorgen. Jill und Oliver. Was? Ja, Mann. Herzlichen Glückwunsch. Richtig, richtig schön. Und da die meisten aus der Allianz sie nominieren wollten und kurz danach die Nominierung ansteht, kann es jetzt richtig spaßig werden. Jetzt können wir starten. Nominierungsschutz von Gloria und Michael. Den sind die beiden nämlich jetzt los, weil es dieses Machtspiel war. Und nee, das gefällt mir nicht. Also vor allem, Gloria und Michael konnten jetzt nicht mal spielen, um ihren Schutz zu verteidigen, sondern einfach nur hoffen, dass sie es nicht werden. Und natürlich werden Alessia und Jan nicht genommen, mit denen ja die Neuen auch in der Allianz sind. Wo ist die Fairness geblieben? Wo? Man hat ein Safety, denkt so, okay, ich bin safe, ich kann mir jetzt ein bisschen mal was erlauben. Dann erlaube ich mir gestern was. Und zack, wird mir heute das Safety weggenommen. Ich finde allerdings auch den Gedanken ein bisschen bescheuert zu denken, hey, ich bin safe, also kann ich mir ein bisschen was erlauben. Weil irgendwann bist du nicht mehr safe und dann finden die Leute dich ja trotzdem noch kacke. Also, aber ja gut, wenn es danach geht, denken die ja nie nach. Ich bin einer, der ich denke nicht viel nach. Die Nominierung geht dann allerdings auch direkt los. Und da haben einige nochmal was zu sagen. Ich habe normal angesprochen, dass ich halt das Gefühl habe, dass euch das Sommerhaus in der Beziehung einfach strapaziert. Und ich liebe es, dass Gloria denkt, wie sie es angesprochen hat, war normal. Schade, wenn man mit einem Partner, wo man ein Team ist, den dann natürlich in den Spielen niedermacht. Und nochmal, ich komme nicht drauf klar, dass Gloria, das sagt gerade Gloria, die als die Ausrasterperson, die ihren Partner zur Sau macht, bekannt ist. So, ey, ich finde das voll schade, wenn man so zu seinem Partner ist, wirklich. Als ob sie das null nachvollziehen könnte. Und wenn dann irgendwas nicht so klappt, wie ich das will, dann raste ich aus. Denkst du, könntest hier dein Image aufpolieren? Ach. Das denkt doch, das möchtest doch du und Emma. Ich habe nichts zum Aufpolieren. Genau, weil Emmas Image ist so schlecht, dass man es nicht mehr als Image erkennen kann. Und dann verkackt sie es im Sommer aus nochmal deutlicher. Also ich glaube, die wollten noch nichts aufpolieren. Habe ich noch was anderes für euch. Chihuahua. Chihuahua. Und stellt euch mal ganz kurz vor, ihr sitzt da in dieser Runde und seht Umut das machen. Da würde ich mir auch, was geht da ab? Wo sind wir hier wirklich? Ich fand, das war das Kindischste, was mir seit langem widerfuhr. Ein paar Leckerlis. Oh, wow. Die sind für euch. Magic. Weil er denkt, Sam und Raffi sind so zwei kleine Hunde. Aha, cool. Raul und Vanessa. Krass. Was? Ja, die haben jetzt die Nominierungsstimme von Umut und Emma bekommen und sind komplett schockiert, nachdem sie die beiden bei der letzten Nominierung selber gewählt hatten. Ja, kommt aus dem Nichts. Überraschend, aber ich hab's nicht anders erwartet. Und dementsprechend ist unsere Nominierung an euch. Weil leider Olli hat gemerkt, der Sam ist immer noch so falsch, wie er ihn immer in Erinnerung hatte. Raus mit dem. Geh weg! Unsere Stimme geht heute an den Gründer der Allianz. Und ich liebe es, wie Can sich da richtig drüber freut. Also genau, du bist safe, ne? Bist du nicht ausgedribbelt? Ciao. Raffi und Sam, es hat auch ihr Gefühl. Spricht über alles Vertrauen, das ist ja sehr süß. Muss man ja sagen. Hat uns ihr lächelt leider gesagt, Gesicht dass und wir euch Vertrauen. Ich rede noch. Und es ist trotzdem ein bisschen seltsam, weil die fühlen sich so in den Rücken gefallen und wählen gleichzeitig auch Leute aus der Allianz. Obwohl Emma und Umut da immer noch sitzen. Also die zerfleischen sich so sehr, dass die alle nicht Emma und Umut wählen, womit das Ding einfach durch wäre. Die ersten Masken sind gefallen. Die Strippenzieher
mit ihrer Allianz. Und dann, wenn man nicht aufpasst und denkt, sie sind sich sicher, schießen sie einen raus. Und das halt nicht mit Sam. Und der hat sie zurück auch gewählt. Oh, wow, diese Leute. Ich finde es eigentlich ein bisschen geil, dass die Allianz richtig zerbröckelt, weil ist schon langweilig gewesen. Aber ich bin auch überrascht, dass sie es überhaupt hinbekommen haben, diese Allianz kaputt zu kriegen. Raoul und Vanessa. Ja, die wurden natürlich jetzt auch gewählt, weil die hatten ja auch diesen Clinch mit Stefan und sind damit jetzt einfach raus. Tschüssikowski, war nett mit euch. Und die fühlten sich so sicher, die haben sich wahrscheinlich gedacht, boah, wir rocken das Sommerhaus auf jeden Fall, dann scheiße, Olli zieht ein, wir müssen den nur loswerden, dann rocken wir es wieder. Und jetzt sind die irgendwie so Platz 7. Ja, und damit müssen sie dann leider jetzt auch irgendwie leben. So ist das Spiel, Leute. Und tatsächlich endet dann auch schon wieder die Folge. Es gibt allerdings einen kleinen Hint für die nächste Folge. Die Vorschau wurde gezeigt und man sieht, dass diese Wasserattacke stattfindet, wo alle nochmal komplett ausrasten, alle schreien sich an und ein neues, geheimnisvolles Pärchen zieht ein. Und man sieht aber in der Vorschau diese Szene. Was willst du denn jetzt wieder? Verpiss dich, Digga! Denise steht einfach neben Sam. Und das bedeutet, Denise und Lorik ziehen ein. Ja gut. Nächste Woche dann halt, ne? Und damit endet dann wieder das Video, Leute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da ansetzen. Schreibt mir Gedanken in die Kommentare. Ihr könnt auf andere Sachen draufklicken. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.